Also war alles drin, frühe Führung für Köln, dann wir kommen wieder zurück, haben uns dann in der zweiten Halbzeit vorgenommen, auf jeden Fall keinen Zentimeter in dieser schon sehr kleinen Halle quasi dehnen zu lassen. Es hat gut geklappt. Zu Recht verloren, ne? Also wir hatten zu wenig Ideen nach vorne gehabt, dann haben wir nach hinten halt viele Dinger kassiert, war auch nicht mein Tag, muss ich so sagen. Als die Dinger dann reinfielen, haben wir schon gedacht, oh, jetzt sind noch 10 Minuten, jetzt kommen sie gleich wieder mit ihrem Flying Goalie, weil sie das ja häufig so machen, man liest es häufig, Live-Ticker, jetzt liegen sie 3-2 hinten, sagen sie, ja, gleich wieder 5 Minuten vor Schluss Flying, dann drehen sie das noch. Schwert hat eine Top-Leistung abgeliefert, wir konnten sie nicht lange genug ärgern. Sollten wir, so ist mein Plan oder meine Hoffnung, Siegen und Paderborn schlagen, dann müssen wir am letzten Spieltag gegen Münster nicht mehr bangen, sondern werden dann schon durch. Das wäre natürlich sehr geil. Ich hätte nichts dagegen, aber wenn es dann nicht so kommt, wir können ein enges Spiel, das haben wir heute gezeigt. Wir haben jetzt die schlechtesten Karten, ne, sag ich mal. Also wir müssen halt die restlichen Spiele gewinnen und auf die Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Ob das passiert, liegt halt nicht in unserer Hand. Ne? Wir können jetzt nur noch die Spiele so gestalten, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Was die anderen für Hausaufgaben machen, ist... steht in den Sternen.